irgendwo in Spanien. Michas Reifen lässt wieder Luft. Obwohl man muss sagen, gute 1000 Kilometer hat er gehalten, oder? Ja, 1200. 1200. Und 200 Schotter. Genau. Ordentlich schütteln soll man das. Aber schön ist ja immer an der Tankstelle, ne? Ja, Gott sei Dank. Wie gut, dass ich bei der letzten Tankstelle sowas noch gekauft habe. Weil Micha kauft das nicht. Ich habe meine Leute. Ich wollte nur am Rande noch mal erwähnen, dass ich schon in Italien gesagt habe, Micha, lass doch den Reifen dort flicken. Nein, wollte er nicht. Tja. Und jetzt lässt er aber die Luft relativ fix. Wir sind in Campeles. Spanien. Campeles. Hotel Ort 1. Ah ne, da sind wir nicht. Ungefähr 5 Kilometer davon entfernt. Andorra. Noch 55 Kilometer bis Andorra. Kommt das hin? Irgendwie. Andorra de Velle ist, glaube ich, Stadt, gell? Andorra de Velle ist die Stadt, ja. Schon gut, dass man das alles so festhalten kann. Auch dein Nagel liegt schon auf der Straße. Was waren das? 118 Kilometer. Ja. Reststrecke 118 Kilometer. So spannend. Das muss der Reifen noch halten, beziehungsweise der Schaum, den wir da jetzt reindrücken. Wir sollten es aber vielleicht auf der Hauptstraße belassen. Ja. Das andere wird ein bisschen zu risikoreich. Also der lässt richtig schnell die Luft. Should break a silence in which the world stands still. When you close your eyes and all concerns get killed. No one's there and nothing's here, no one harms, no need for fear. In this one single moment, I promise you the world and more. And when your eyes are open, all is just like it was before. Von vorne. Klappe. Klappe. Es ist Samstag, 3:45. Wir sind in Andorra. Bei KTM Ultimoto. Und Multimoto hat zu. Aber Pleatsch wie wir sind, haben wir angerufen bei einer dieser Nummern, beziehungsweise bei beiden. Der Einzige, der dort Englisch spricht, war ungefähr ein 6-jähriges Kind, aber das hat ganz gut funktioniert. Und in einer Viertelstunde soll irgendein Mechaniker kommen, der uns den Reifen wechselt. Top.